Hallo ihr Burgerbrater da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Flash. Und zwar spielen wir SpongeBob Schwammkopf Flip or Flop. Das ist ein kleines SpongeBob Flash Game, wo es darum geht, Burger zu braten. Ja, Tatsache. Und zwar hier, hilf SpongeBob, so viele Krabbenburger wie möglich zu machen, as you can before his breakfast, lunch and dinner shifts are over. Ja, bevor Frühstück und Mittagessen vorbei sind. So, hier wird uns nochmal in einem kleinen Tutorial gezeigt, wie man denn perfekt Krabbenburger brät. Sehr simple Aufgabe eigentlich, vom Spielprinzip her auch sehr simpel, da es meiner Meinung nach sehr schnell geht. Und wie ich das jetzt mitbekommen habe, kann man anscheinend ich habe das ja schon mal gespielt, deswegen kenne ich das auch ein bisschen. Man kann anscheinend 4 von diesen Krabbenburger-Buletten gleichzeitig braten und dann hier auf das Brötchen tun. Nice job, Lord. Watch out for special order and watch out for Patrick, he is hungry. Das heißt so viel wie, ja, pass auf spezielle Bestellungen auf und achte besonders auf Patrick, denn er ist hungrig. Ja, was Patrick machen wird, seht ihr auch gleich. So, jetzt haben wir hier erstmal das Frühstück. Oh Gott, ich kann doch mehr machen, als ich eigentlich dachte. So, also diese Bulette wird auf jeden Fall verbrennen. Das kann ich euch schon mal sagen. Ist mir aber egal. So. Ja, ich habe einen Krabbenburger auf dem Gewissen, aber hey, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich hoffe, man hört jetzt das Tastengeklackern nicht so heftig. So. Ah, da war Patrick auch schon, wie ihr gesehen habt. So, ich schmeiße noch mal ein paar Fleischklopse auf den Grill. Da wird ja auch schon der nächste Krabbenburger gemacht. So, hier sind die ganzen Bestellungen. Man muss auch aufpassen auf die Bestellungen, weil es gibt manche Bestellungen, die sind speziell. Das heißt so viel wie, ja, da gibt es dann zum Beispiel Krabbenburger ohne Gurken oder ohne Käse, ohne Salat oder was weiß ich. Und darauf muss man dann auch aufpassen. Aber das ist jetzt erstmal kein Problem. Zack, und zack. Und Brot, zack. Und wenden die Klopse. Irgendwie finde ich, sehen die ein bisschen wie Smileys aus. Ist euch das schon mal aufgefallen? So ein kleines bisschen. Wenn man mal genau hinguckt. So, zack. Und gleich der nächste Krabbenburger. Und ab ins Brötchen damit. So. Dann hauen wir nochmal 3 Klopse drauf. Machen den nächsten Krabbenburger fertig. Und die Sache läuft perfekt. Und Patrick hat, soweit ich weiß, noch nicht einen Burger gegessen. Okay. Was halt gemein an dem Spiel ist, wie ich finde, ist, dass wenn Patrick die Burger frisst, das Zeit wegnimmt. Und das ist ziemlich blöd. So. Zack, 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 zack. Und ab ins Brötchen. Und die nächste Bulette. Das muss hier echt ganz zackig und locker vom Grill gehen, weil sonst hat man es verkackt. Da oben seht ihr die Zeit. Da oben rechts. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine richtige Zeit darstellen soll. Auf jeden Fall müssen wir es in der vorgegebenen Zeit schaffen, bevor der Zeiger auf einer vollen Uhrzeit steht. Weil dann ist das Frühstück vorbei, Leute. Und wir haben das Frühstück geschafft. Nice job, Minion. Okay, zack, zack, zack und zack. Da haben wir wieder einen normalen Krabbenburger. Das wird sich aber im Verlauf dieses Levels noch ändern, glaubt mir. Weil es gleich noch spezielle Bestellungen geben wird. Aber solange noch keine da sind, machen wir ganz normale Krabbenburger. So. Auch wieder ein ganz normaler Krabby Patty. Super. Das heißt, ich kann sehr schön und schnell hier reinhauen. Zack, zack, zack. Ah, Patrick. Mann, hau ab. Kusch. Böser Patrick. Und zack. So, no Ketchup. Da hätten wir zum Beispiel eine dieser Extra-Bestellungen. Aber die sind auch nicht so schwer. Also, ich meine, man muss einfach nur darauf achten, dass man kein Ketchup draufhaut. Und das ist zack, zack, zack. So. Na also, funktioniert doch. So, no mustard. Also kein hier Mayo. Ah, Quatsch. Sorry, Boss. Stimmt, das war ja Senf. Mayo war ja Mayonnaise. So, jetzt aber no Mayo. Patrick. Kusch, kusch!
Ach ja, das kommt davon, wenn man einen übergewichtigen Freund hat. Okay, das soll jetzt nichts gegen, nicht jetzt angreifend sein, ne? Also, das ist keine Beleidigung oder sowas, ich meine nur, ne? Hier wegen Patrick und meinem Beruf, er schadet meinem Beruf. So, no Ketchup. Kein Problem. Wird gemacht. Und wieder ein ganz normaler Krabbenburger. So finde ich das einfach nur super. So muss das auch ablaufen. Weil, hallo, ich meine, ein Krabbenburger ohne alles ist kein Krabbenburger, Leute. Das ist einfach kein Krabbenburger. No cheese. Ja, okay, man muss auch echt zugeben. Die Abkürzungen für die verschiedenen Wörter sind schon recht kacke, aber naja. Da habe ich es auch schon verkackt. Kann ich es irgendwie... Ach, weg damit. Ich weiß, wrong combination. Ich weiß. Oh Mann, Patrick. Kusch, kusch. Weg. Aber das ist doch echt abartig. Der hat einen Hamburger bestellt. Hallo? Ich meine, einen Krabbenburger ohne Käse. Das... Im Film wurde deswegen eine verklagt. Oh, oh, die Zeit drinnt, meine Freunde. Ich muss schnell machen. So, zack, zack, wenden und das auch noch wenden. So, das schaffe ich aber jetzt. Hoffe ich doch mal. So, schnell Krabbenburger machen, bevor Patrick wiederkommt. Denn der Junge ist ja hungrig, wie wir alle wissen. Oh, oh, könnte knapp werden, Leute. Okay. Verdammt, oh, the time is up. Verdammt. Das ist jetzt... Ach, egal, wir spielen noch mal, Leute. Wir hatten einen schlechten Anlauf. Jeder hat mal einen schlechten Burger-Tag, ja? Aber heute, glaubt mir, heute werden wir Mitarbeiter des Monats. Das könnt ihr mir glauben. So. Zack. Und zack. So. Zack. Ich werde die Krabben raushauen wie eine Maschine, Leute. Und zack, 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 zack. Und die Gurken habe ich natürlich nicht vergessen. Zack, zack. Was auch noch zu erwähnen wäre, ist, dass man zum Beispiel nicht nach Kombination gehen muss. Ne? Also da müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel, ah, ich habe vor den Gurken den Käse genommen und ah, nein, verdammt, ey, ich habe vor, verdammt, der war noch nicht ganz fertig. Ja, also die, hier, die Kombination, wie ihr den Burger zusammenstellt, die ist völlig egal. Hauptsache, ihr macht einen. Zack. So. Wie wir ja wissen, am Frühstück essen sie richtige Krabbenburger. Das heißt, sie wollen noch nichts Spezielles, irgendwie ohne Ketchup oder sonst was. Oh Mann, Patrick! Ich dachte, du bist mein Freund! Warum bist du denn mein Job? Ja, man kann es schon quasi als Jobessen bezeichnen, weil er einfach auf meine Arbeit kommt und hier Zeug frisst. Oh verdammt, da war ein Krabbenburger verbrannt. So eine Schande aber auch. So ein toller Krabbenburger. Zack. Ab ins Brötchen. Und wenden, bevor die Dinger mir hier noch anbrutzeln. Weil ich will ja auch nicht hier zu viel Krabbenburger verschwinden, weil das frisst auch ordentlich Zeit. Zack, 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 zack. Und Ruhe. Zack, zack, zack. So. Okay, kein Problem. Nein, Mann, Patrick! Da, wegen Patrick ist jetzt auch die scheiß Bulette hier verbrannt. So ein Arsch. Okay. So, erstmal wenden und ab ins Brötchen. Yeah. Und, komm schon. Sehr gut. Jetzt nur hoffen, dass Patrick nicht kommt und uns hier die restlichen zwei Burger wegfrisst. Und dann haben wir ein Problem, weil dann müssen wir diesen einen Burger nochmal neu machen. So. Yes! Ich weiß nicht, ob man Patrick irgendwie aufhalten kann, aber soweit ich weiß nicht. Oh, und gleich der Erste, der keinen Ketchup haben will. Was ist denn hier los, Leute? Wie kann man nur einen Krabbenburger ohne Ketchup essen? Also echt, es gibt doch nichts Leckeres als Ketchup. Ich trinke das sogar pur. Nee, natürlich, okay. So abartig bin ich jetzt auch wieder nicht. Weil das ist schon ein bisschen krass. Einfach mal pur Ketchup trinken. So, was haben wir? No Mayo. Okay. Zack, zack. Und ab ins Brötchen damit. Und der nächste will einen ganz normalen Krabbenburger.
Blöd, dass du da bist, Patrick. So, auf den Grill mit dem. Ich finde nur die SpongeBob-Musik hier ein bisschen blöd, weil die ist, keine Ahnung, die ist irgendwie nicht atmosphärisch. Die passt irgendwie nicht so zu SpongeBob, aber egal. Die Musik ist ja auch völlig Wayne. Ich habe zum Beispiel auch schon Spiele gehabt, wo gar keine Musik ist, ne? Minigolf, da war gar keine Musik. Da habe ich mich zu Tode gelangweilt mit dem guten Patrick. Mit dem guten Patrick. Jetzt kommt schon das SpongeBob-Feeling hier vorne. Neben dem guten Kevin habe ich ja mit gespielt und ja, so ohne Musik ist so ein Spiel schon ziemlich langweilig. Also ich weiß noch nicht, wie ihr dazu steht, aber ich bin kein großer Fan von. So, ohne PCK muss wohl irgend so ein Aromastoff sein. Nee, das ist Pickles, also hier, Gurken. Ja, das heißt, da will jemand einen Kramburger ohne Gurken. Kein Problem, wird gemacht. Für die Kunden nur das Beste. Aber da ist ein Gescheiter, der auch einen Kramburger mit allem will. Und Patrick, du haust dich am besten selbst mal, weil, ja, du frisst mir dadurch viel zu viel. Der bezahlt nicht mal, der klaut. Ich hab einen kriminellen Freund. Als nächstes startet er noch Drive-Bys aus dem Krabbenburger-Mobil oder sonst so eine Scheiße. Ah, so Patrick ist gefährlicher als man denkt. Ich meine, er haut ja auch ein blaues Auge, wenn du ihn Fettbauch nennst. Also ich würde da aufpassen. Ich würde mich generell nicht in diesem Seestern anlegen, weil der kann auch anders. Hat man ja schon gesehen. Aber ich bin ja ziemlich cool mit dem. Außer mit dem Kunden hier, weil der bestellt einen Kramberg ohne Käse. Verdammt nochmal. Ach, Patrick. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt könnte es eng werden, Freunde. Jetzt könnte es eng werden. Die Zeit rennt und wir müssen noch 2 Kramberger machen. So, ab ins Brötchen. So, jetzt aber so schnell wie möglich. No Ketchup. Okay, der nächste. No Cheese, okay. Schaffen wir. Komm schon, komm schon. Oh nein, es hat nur noch das Brötchen gefehlt. Ah. Oh, so eine Scheiße. Naja, geben wir einfach hier mal meine Initialen ein. TGN. Nee, Quatsch. TGL, sorry, ey. Meinen eigenen Namen kenne ich nicht mehr oder was. TGL, ja, das sind meine Initialen für The German Link, meine Freunde. Ja. Ich würde mal sagen, ich habe genug von dem Spiel gezeigt. Ihr könnt euch ja mal selber an dem Spiel probieren. Link zu dem Spiel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play oder Let's Flash. Bis dann, meine Freunde, und ciao!